It's Tooltime. Ja, mal eben dein kleines Vorwort vor dem nächsten Rennfilm von Wesel, das erste Vereinsrennen. Und ja, glücklicherweise hat mein Freund mich da doch noch gefilmt. Also so könnt ihr dann mal sehen, wie ich mit meiner Rappelkiste da durch die Gegend fahre. Und ja, zu meiner Verteidigung zu sagen, man sieht es ja auch beim Fahren, mein Motor, der hat es hinter sich, hatte ich ja auch schon angesprochen. Also das Ding kommt einfach nicht aus dem Quark. Ne? Also das sieht man auch ganz deutlich, wenn man sieht, wenn ich über diese beiden Huppels drüber springen muss. Also ich habe da nicht genug Schwung, um gerade fahren zu können, beziehungsweise da nochmal, wenn die Räder gerade sind, Gas zu geben. Ich muss immer in der Kurve schon Gas geben. Und dann kommt man mal leicht schräg rein auf den ersten Huckel und dann fliegt man natürlich daneben und das sieht dann wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ja, war ganz schön mies. Ja, und war wohl wirklich nicht mein Tag. Also das habe ich schon mal schöner gefahren, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Und das habe ich aber auch schon viel beschissener gefahren, das muss ich auch dazu sagen. Naja, und da war dazu ja auch noch das Servo-Unlocker. Also ich nehme mal an, dass das irgendwann dann sich da verabschiedet hat, also wo die Schraube abgebrochen ist. Wie ihr seht, ich muss das noch fertig machen hier, Schraube rausbockeln. Also das war ja locker, die ist ja abgeknackt. Und dann hat man ja zusätzliches Spiel, das merkt man auch, wenn ich über das Tablet fahre da, Tablet sage ich schon, über den Table, das ist die, nach der Zielgeraden fährt man ja so schlangenförmig da durch und dann kommt diese erste Schanze. Wenn man da rüber fährt, sieht man, dass meine Räder immer noch nach links eingeschlagen sind, also von dieser letzten Linkskurve davor. Und ja, ich habe aber das Signal an meiner Fernsteuerung, die Räder werden gerade. Und ich sehe in dem Moment das Auto nicht, weil das dahinter vom Fahrerstand aus nicht richtig zu sehen ist. Dann sehe ich nicht, wie gerade das ist. Das ist immer so ein Sprung ins Nichts. Und dann springt man mal leicht daneben und dann landet man auch daneben. Das knallt zwar heftig, aber die Karren, die sind ja sowas von robust, da muss man sagen, die halten einiges aus. Und naja, der Spaß ist ja das Wichtigste bei der ganzen Sache. Und naja, man sieht ja, es gibt ein richtig schönes Hallo. Und ach so, umgenietet mit meiner kleinen Verletzung, die ich da habe, ist passiert, das hatte ich noch, glaube ich, vergessen zu sagen, da, wo diese zwei Huppels sind. Und dahinter habe ich gestanden, da habe ich ein Auto auf die Beine geholfen wieder. Und wie ich rausgehen wollte von der Strecke runter Richtung Zaun, ja, da hat es mich dann einer, der da rüber geflogen ist, wie ich ja schon gesagt habe, in den Knochen reingefahren und da bin ich halt umgelegt worden. So, jetzt könnt ihr euch das Filmchen gucken. Ist ein bisschen abgehackt, also bei der Filmerei da, ja, mein Freund hat eben versucht, mich immer zu filmen, wenn ich wieder zurückkomme. Es nützt ja nichts, wenn ich da irgendwo am Horizont verschwinde, sondern man sollte mich ja vorne mal sehen. Und naja, ich denke, das ist schon aussagekräftig genug, die Bilder. Und schönen Dank nochmal fürs Filmen. Und dann sage ich viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wenn ihr hier den hier auch machen.